begleitet mich heute zum Wohnungsschlüsselübergabe. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog hier aus der Schweiz. Und heute kriege ich endlich den Schlüssel für meine neue Wohnung. Und nein, das ist nicht das Gebäude hinter mir. Ich bin aber schon da. Werde jetzt auch gleich weiterlaufen. Bin ein bisschen angeschlagen tatsächlich. Bin seit dem Paris-Wochenende ein bisschen erkältet. Und heute ist Flughafen, also dieses Wochenende ist Flughafenfest. Und ich muss auch aushelfen. Heute auf jeden Fall an dem Freitag, weil Samstag, Sonntag bin ich am Legoland. Da habe ich gesagt, okay, dann helfe ich Freitag aus. Aber jetzt kurzer Zwischenstopp hier bei meiner neuen Wohnung, Schlüssel abholen. Ich zeige euch die Wohnung auch ein bisschen, aber der Vlog wird auch noch weitergehen. Nicht nur heute, sondern nächste Woche bekomme ich noch IKEA-Schranktüren geliefert und hoffentlich auch die Couch nächste Woche. Ich hoffe, da bekomme ich das Datum bald. Und habe neue Teller bestellt bei Amazon, die zeige ich euch in diesem Vlog dann auch noch. Und ja, es geht, dreht sich rund um die Wohnung. Und ich nehme euch natürlich mit, laufe jetzt weiter, rede auch noch total durch die Nase und so. Also ich hoffe, das wird jetzt demnächst wieder besser. Ich laufe auch die letzten Tage so schlecht durch die Erkältung, aber es ist der Wetterumschwung irgendwie. Wir hatten 35 Grad, dann hatten wir aber 15 Grad und jetzt ist auch wieder 26 Grad, heute voll heiß. Ja, und warum ich mir die ganze Zeit hier hinfasse? Ich verdecke das, ich habe das ein Poloshirt von der Arbeit an und verdecke im Prinzip den Namen. Genau, laufen wir jetzt weiter. Da ist er, mein Schlüssel. Und da ist auch schon die Küche. Ja, in der Schweiz ist es immer so, dass bisher in den Mietwohnungen eine Küche drin ist. Das heißt, ja, ich habe alles hier drin, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Herd, Spülmaschine, alles hier drin, alles super schön, mit schönen Einbauschränken. Also ja, echt super schön. Dann ist das hier mein Wohnzimmer, wo ihr, der Boden ist super schön. Also da wird auf die Seite die Couch kommen, bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber da sind auch die Fernsehanschlüsse. Aber ich brauche eigentlich gar keinen Fernsehanschluss, weil mein Fernseher übers Internet laufen wird. Aber ja, das ist die andere Seite. Und da geht's zum Balkon, den zeige ich euch auch gleich. Also ja, bin mega happy, der Boden ist so schön. Ja, das ist mein Schlafzimmer, so sieht das aus. Da kommt mein Bett hin und da kommt mein Schiebeschrank hin und ja, auf die Seite kommen dann noch ein paar Kommoden. Genau, ist jetzt nicht so. Also ist ein bisschen kleiner als, glaube ich, das mein jetziges Schlafzimmer, aber wird schon alles passen. Ja, und das ist mein drittes Zimmer. Das wird mein Ankleidezimmer. / Disney-Zimmer. Mal gucken, was hier alles so reinpasst. Also hier werden meine IKEA-Schränke hinkommen, meine Pax-Schränke. Und da kommt dann wahrscheinlich mein Schminktisch hin. Und hier vielleicht noch die ein oder andere Kommode. Ich hatte mir auch überlegt, vielleicht ein Gästebett oder so. Mal gucken, was platztechnisch hier alles reinpasst. Das weiß ich nicht. Ich muss nächste Woche nochmal alles hier ausmessen, wo ich was hinstelle. Und ich zeige euch natürlich auch am Ende, wie es dann hier aussieht, wenn es eingerichtet ist. Aber das wird noch sehr lange dauern. Ja, und zu guter Letzt mein Badezimmer. Ist jetzt auch nicht groß, aber mega schön hell. Auch wieder der graue Boden, Spiegel. Und Waschbecken, großes Waschbecken mit Unterschrank, Toilette und Dusche, Badewanne in einem. Muss ich mir dann tatsächlich noch hier so eine Stange habe ich. Jetzt brauche ich noch einen Duschvorhang. Muss ich mir irgendwie gucken, was für einen ich mir da jetzt hole. Ja, also ich freue mich wieder auch eine Badewanne zu haben. Ich liebe es im Winter zu baden. Und auch hier sowas finde ich mega, weil da kann ich endlich meine Handtücher drauf machen. Dann habe ich immer warme Handtücher. Ja, mega schön. Ja, ich werde jetzt wieder zurück zum Flughafenfest fahren. Das war es jetzt heute für mich. Leider in der Wohnung. Ich habe leider keine Zeit, hier länger Zeit zu verbringen. Ich komme aber nächste Woche, werde noch ein paar Sachen von meinem Freund schon mal hierher fahren, die ich da nicht mehr brauche. Und wie gesagt, Couch wird geliefert. Und IKEA und so weiter, da zeige ich euch nächste Woche. Und dann werde ich hier noch ein bisschen ausmessen und planen, wo ich was hinstelle.
Aber das kommt dann, seht ihr dann gleich schon im Vlog und bei mir ist es dann nächste Woche. Hallöchen aus der Wohnung. Heute ist Dienstag und heute hätten eigentlich die IKEA-Sachen kommen sollen, aber ich habe es jetzt auf Freitag verschoben, weil ich es heute nicht geschafft habe, weil ich noch einen Termin beim Steuerberater habe und die Lieferzeiten von IKEA sind 7 bis 19 Uhr. Und genau, deswegen habe ich es jetzt auf Freitag geschoben. Meine Couch kommt diese Woche leider nicht. Ich hatte jetzt gestern angerufen, die meinten, die wollten es nächste Woche liefern, aber nächste Woche bin ich halt im Urlaub. Deswegen wird das tatsächlich erst nach dem Umzug was mit der Couch, weil direkt nach dem Urlaub bin ich dann wegen dem Umzug in Deutschland. Und während die Leute hier umziehen, also die Umzugshelfer oder das Umzugsunternehmen hier rumwerkelt, wollte ich jetzt auch nicht, dass sie eine Couch hier noch liefern. Deswegen kommt es dann an dem Freitag nach dem Umzug. Dann ist meine Mutter sowieso hier mit ihren Freundinnen, um hier zu helfen an dem Wochenende, Kisten auspacken. Und dann liefern sie dann auch die Couch. Ja, bin ich halt jetzt ohne Couch. Da hinten seht ihr schon, da ist der Router. Internet habe ich jetzt schon mal. Also das habe ich jetzt schon, das ging super fix, habe ich gestern bestellt. Heute war der Router schon da, direkt eingestöpselt. Mal gucken, jetzt installiert er sich gerade und sollte im Prinzip gleich wieder gehen. Jetzt hole ich noch die restlichen Sachen aus dem Auto, die ich hierher gebracht habe. Und ich habe heute so einen Rücken. Wie ich habe ja eben gesagt, ich war beim Steuerberater. Und irgendwie habe ich da sehr falsch gesessen. Seit ich bei ihm aufgestanden bin, habe ich Rückenschmerzen. Und das habe ich manchmal tatsächlich, dass ich echt dann auch kaum mehr gerade laufen kann und so. Ja, ich muss auch sagen, in letzter Zeit habe ich jetzt wegen der Erkältung auch gar keinen Sport mehr gemacht. Das muss ich auf jeden Fall wieder nachholen. Ja, beim Steuerberater war ich wegen den ganzen YouTube-Einnahmen. Die liefen ja jetzt über Deutschland, aber wenn ich dann umziehe, dann muss ich natürlich wissen, wie ich das jetzt hier in der Schweiz mache, mit der Steuererklärung und so weiter. Genau, darum habe ich mich dann informiert. Ja. Jetzt hole ich andere Sachen aus dem Auto und ich war gerade noch bei IKEA. Zeige ich euch, was ich jetzt gekauft habe. Ah, das seht ihr, das ist so ein Barhocker. Genau, damit ich hier was zum Sitzen habe, hier in der Küche. An dem Ding habe ich mir jetzt einfach einen Barhocker gekauft. Genau, damit ich irgendwas zum Hinsetzen habe, sonst würde ich am Boden sitzen. Ja, und ich habe letzte Woche tatsächlich schon mir diese Säcke gekauft. Habe ich euch schon mal erzählt. Und zwar sind das diese, hier sind sie jetzt Züricher Unterlandsäcke. Bei meinem Freund sind es normale Zürichers. Also es gibt für jeden Kreis, wo man wohnt, eigene Müllsäcke, die man im Supermarkt kaufen kann und die man auch benutzen muss für den Restmüll. Genau, also die habe ich auch schon mal besorgt. Sonst gibt es Ärger. Ja, das Erste, was eingezogen ist, ist meine Toni-Box. Ich habe es ja schon gesagt, als ich sie mir geholt habe. Die wird hier als Erstes reinkommen und habe ich wenigstens ein bisschen Musik, die hier läuft, wenn ich herkomme. Ich habe mir jetzt auch neue Nachttischlampen bestellt bei Amazon. Verlinke ich euch gerne unten in meiner Amazon Storefront. Zwei Stück von diesen Lampen sind einfach nicht spektakulär, aber man kann sie halt per Touch in drei verschiedenen Stufen einschalten. Und sie haben zwei USB-Slots zum Aufladen von Handys etc. Also braucht man keinen separaten Stecker mehr. Also finde ich richtig praktisch. Wie gesagt, verlinke ich euch unten in der Amazon Storefront. Und da ich ja noch keine Lampen hier habe und das noch ein bisschen dauert wird mit den Lampen, dachte ich ja, es ist schon mal praktisch, mal Licht hier zu haben. Ich werde morgen auch noch andere Sachen abholen in Deutschland an der Grenze von Amazon. Eine Kaffeemaschine und auch Geschirr. Was ich mir bestellt habe, zeige ich euch dann noch. Und ich glaube, ich habe euch den Balkon nicht gezeigt, als ich zur Schlüsselübergabe hier war. Deswegen hole ich noch gerne den Balkon nach. Also ja, das ist mein Balkon. Relativ groß. Ich habe sogar eine Markise. Ja, weil ich habe den ganzen Abend tatsächlich hier Sonne. Also, ja, der ist riesig groß. Ich habe mal schon so einen Hängestuhl bestellt, schon vor Wochen bei XXL Lutze beim Angebot. Und freue mich, den jetzt dann schön in die Ecke zu stellen und dann darauf zu chillen. Ja, neuer Tag. Rückenschmerzen sind immer noch am Start, aber schon ein bisschen besser. Ich hoffe, dass die bis morgen weg sind, weil morgen geht es ja in den Urlaub, aber ich mache echt cremig mit allen Mütchen ein, mache Übungen. Sitzen ist natürlich auch kontraproduktiv, das heißt, ich versuche trotzdem mich zu bewegen. Ja, genau, jetzt kommen gleich die IKEA-Männchen, bringen meine IKEA-Schranktüren.
die mir jetzt gleich geliefert. Und dann habe ich auch meine Kaffeemaschine und mein Geschirr abgeholt. Das zeige ich euch jetzt gleich auch. Draußen sind es gefühlt 8000 Grad schon wieder und ich musste gerade hoch und runter laufen und oh, jetzt bin ich am Schwitzen. Ja, so sieht's aus und ich zeige euch mein neues Geschirr, weil dann räume ich es nämlich in die Spülmaschine ein und werde meine Spülmaschine sozusagen einweihen. Also klar, die ist jetzt nicht neu, die war von der Vormieterin ja schon drin. Aber ich teste sie dann heute mal zum ersten Mal. Und Kaffeemaschine kann ich ja noch nicht testen, weil meine Adapter leider noch fehlen. Ja, also das ist mein neues Geschirr, mein Tellerset. Ich wollte ein neues zu Hause. In meiner alten Wohnung hatte ich was von Ikea und hatte ich jetzt keine Lust, alles nochmal ordentlich zu verpacken, war eh nicht so teuer. Da dachte ich, komm, ich stelle jetzt einfach Neues. Und ich bin gerade voll gehypt von diesem Muster. In Blau, außen einfach schön matt schwarz. Gab es bei Amazon, verlinke ich euch wieder unten in der Amazon Storefront. Bei, glaube ich, Wohnung oder Haushalt oder irgendwie sowas sind die dann verlinkt. Aktuell gibt es das Set aber nicht, es ist ausverkauft, weil Daria wollte ich es nämlich auch kaufen. Aber man kann auch zum Beispiel jetzt auch einzeln, wenn ich jetzt sage, okay, ich merke, ich habe zu wenig große Teller, ich kann auch alles einzeln bestellen, was richtig cool ist. Genau, also das war jetzt ein Set aus kleinen Tellern, das spiegelt so ein bisschen. Genau, kleine Teller, die sind echt auch schwer. Schüsseln und großen Teller. Und meine Kaffeemaschine. Die steht hier schon mal. Die habe ich auch bei Amazon bestellt. Jetzt fragen sich viele, okay, warum hast du denn jetzt deine Kaffeemaschine in Deutschland bestellt? Weil, jetzt zeige ich euch, was das Problem so ein bisschen ist. In der Schweiz gibt es andere Stecker. Ach. Genau, also diese dicken Stecker passen in der Schweiz gar nicht. Dafür braucht man dann einen Adapter, weil die Steckdosen so aussehen. Aber ihr seht zum Beispiel die Tonibox, die kann ich mal ausstöpseln. Die hat einen dünnen Stecker. Und der passt. Also die dünnen Stecker passen hier auch in die Schweizer Steckdosen. Die dicken leider nicht. Ich habe mir jetzt auch schon einen Adapter bestellt. Und ja, genau. Ich wollte es aber trotzdem bei Amazon bestellen, weil ich bei Amazon immer relativ zufrieden bin, wenn mir irgendwas ist. Und ja, das ist meine Kaffeemaschine. Ich habe auch schon vorher eine von Philips gehabt. Mein Freund hat eine von Philips. Und ich habe aber mit Milchbehälter, also mit Latte. Also man kann Cappuccino machen jetzt auch oder Latte Macchiato mit aufgeschäumter Milch. Genau, die werde ich dann demnächst mal einweihen. Ich habe auch eh keine Tassen hier, also ja. Aber die steht hier schon mal. Ja, die Tonibox habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Und ansonsten verräume ich hier so ein bisschen was, mache jetzt die Spülmaschine an und warte auf die Ikea-Männchen. Ja, bevor es mir auch schon noch ein bisschen grau ist, das ganze Altpapier jetzt, was hier steht. Denn in der Schweiz ist es nicht so einfach mit Altpapier wegbringen, soweit ich das weiß. Also was ich weiß, ist, dass man da die Kartons in so Säcke packt, also nicht in Säcke, sondern man muss sie stapeln und dann mit so einem Band verbinden, also so als so ein Art Päckchen packen, aber dass die Kartons alle schön gleichmäßig sind und so weiter. Und dann kann man die an die Straße stellen, wenn Karton abgeholt wird. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das bei einer Mülldeponie funktioniert. Also wenn ihr das besser wisst, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wo ich mein Altpapier, ohne dass ich es irgendwie bündeln müsste, einfach reinwerfen kann. In Deutschland haben wir natürlich die Tonne dafür gehabt oder halt auch den Wertstoffhof, wo man das einfach hinbringen konnte. Ich weiß nicht, so wie ich es verstanden habe, beim Wertstoffhof hier muss man das auch gebündelt abgeben. Aber ich kann natürlich auch falsch liegen. Also wer in der Nähe von Zürich wohnt, weiß, wo ich meine... Weil ich weiß schon, viele haben schon geschrieben, die in der Nähe hier auch wohnen, mit allen möglichen Tipps. Also wenn ihr Tipps für Altpapier habt, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare, weil mir graust es echt. Ich habe keine Lust, diese Dinger zu verpacken, in so Päckchen zu packen. Da bin ich in Luxus tatsächlich aus Deutschland gewohnt. Aber lassen wir das erstmal hier stehen. Ansonsten ist nicht viel eingezogen. Jetzt mal das Internet. Jetzt ist die PlayStation auch schon mal hier. Die habe ich jetzt auch schon mal mitgebracht von meinem Freund. Der war jetzt eh nicht der größte Fan von der. Und genau, also mehr ist hier tatsächlich jetzt auch nicht eingezogen, außer jetzt die Ikea-Schranktüren, die zeige ich euch auch gleich noch und ja, das war's dann tatsächlich. Dann geht's in Urlaub und dann steht auch schon der Umzug an. Was ich eben noch gemacht habe, ist, ich habe alles ausgemessen, jeden Raum und ich habe auch zu Hause schon meine Möbel vorher ausgemessen und aufgeschrieben, wie breit welches Möbelstück ist und jetzt gerade eben so ein bisschen geplant, wo ich was hinstelle und tatsächlich, also zu Hause in meiner alten Wohnung war es ja schon sehr beengt. Und ich glaube, die Wohnung ist jetzt auch nicht wesentlich größer, soweit ich mich erinnern kann. Aber irgendwie
so wie ich es ausgemessen habe, werde ich noch irgendwie ganz schön viel theoretisch Platz haben. Also ich möchte nicht, dass jede Wand voll steht. So, das, da versteht mich nicht falsch. Das möchte ich nicht. Aber ich dachte so, okay, jetzt habe ich noch eine Kommode, eine in meinem Kommode, eine kleine, wo ich jetzt nicht ungefähr weiß, wo sie hinkommen soll. Da gucke ich dann, wo, wenn alles feststeht. Aber sonst muss ich sagen, ist es schon sehr geräumig geschnitten hier. Also alle meine Möbel werden reinpassen und ich werde auch erstmal alles mitnehmen und vielleicht später dann mal was austauschen. Ich habe so Gitter von Ikea, ich nenne sie Gitter, kann ich euch später mal zeigen, wenn alles hier steht. Vor denen bin ich jetzt nicht der größte Fan, aber ich bringe sie erstmal mit und irgendwann kann man sie auch austauschen. Ja, das ist der Plan, genau. Und ich freue mich, dass ich dann geschlossene Schränke haben werde, keinen offenen Kleiderschrank mehr, weil ich dann manchmal doch ein bisschen chaotisch bin. So, da sind sie, meine Schranktüren. Die bleiben natürlich jetzt alle noch verpackt. Ich kann ja keine Schranktüren irgendwo dran machen, wenn noch keine Schränke da sind. Aber die sind für meine Packschränke. Zeige ich euch dann, wenn sie natürlich aufgebaut sind. Vier normale weiße Türen für die großen Packschränke, also für die breiten Packschränke, 80 cm. Und eine Glastür für den 40 cm Schrank, den ich habe. Ich werde wahrscheinlich aber noch eine Schranktür kaufen müssen, weil ich noch einen schmalen Schrank habe. Ich wusste aber noch nicht genau, wo ich den hinstellen werde. Ja, also irgendwann glaube ich noch eine Tür und wahrscheinlich noch eine Schuhschrankkommode, weil ich jetzt gesehen habe, oh, ich habe hier noch ein bisschen Platz für einen Schuhschrank, für einen flachen. Genau, hole ich den auch von Ikea. Ich verabschiede mich jetzt von der leeren Wohnung und auch bei euch aus diesem Vlog. Wie gesagt, morgen jetzt in den Urlaub, da nehme ich euch auch mit der Kamera, aber wahrscheinlich mit der Kleinen, wird die Große jetzt nicht so mit mir rumschleppen, also wird nur die Kleine mitkommen. Ist dann auch ein bisschen bequemer im Urlaub, genau. Und dann bin ich tatsächlich das nächste Mal hier in der Wohnung, wenn Umzugstag ist, okay, einen Tag früher. Und zwar ist es ja so geplant, dienstags werden die Sachen bei mir abgeholt, mittwochs fahren wir über den Zoll, da muss ich halt noch mitfahren mit meinem Auto, weil es ja auch verzollt werden muss und dann am Donnerstag wird dann hier eingeliefert, wird alles hier aufgebaut und so weiter, hochgetragen. Das heißt, ich werde am Mittwoch aber schon mal hier sein und das Sachen, die ich in meinem Auto hatte, hier reinbringen. Genau, und dann Donnerstag, wie gesagt, kommen die ganzen Umzugssachen hier rein, Freitag wird die Couch geliefert, am Donnerstag kommt noch meine Mama mit Freundinnen hierher fürs Wochenende, um mir dann beim Kisten auspacken zu helfen. Genau, da habe ich schon ein bisschen Unterstützung. Ja, also wie gesagt, das war's jetzt von hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben, da abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.